Ja, das war meine One-Stick-Fire-Challenge für Walzhandwerk. Viele Grüße an Sepp und auch an die Chris. Ich habe es geschafft, war eine harte Nummer. Ich hatte echt zu tun, aber eine saucoole Challenge. Ich nehme damit am Gewinnspiel teil. Wenn ich was gewinnen sollte, will ich aber hier gleich noch sagen, ich werde die Sachen nicht behalten. Ich habe mehr als genug. Hier. Sepp Fischer, der in seinem Aufruf zu dieser Challenge eben erzählt hat, seine erste Challenge, sein erstes Giveaway war bei den 500 Abonnenten. Und genau an der Stelle bin ich jetzt, bin bei 467 oder so. Wollte ein 500er Giveaway machen. Hab mir überlegt, ich möchte gern für Leute, die einfach anfangen rauszugehen, für jemanden, der keine Kohle hat, der kein Equipment hat, möchte ich so ein Bushcraft Starter Set verlosen. Wie das genau aussieht, muss ich mir noch überlegen, muss ich schauen. Da wird auf jeden Fall ein Hobo dabei sein, da wird ein Messer dabei sein, da wird Paracord dabei sein. Vielleicht noch ein Tarp, irgendwie so ein Basic-Starter-Set. Wenn ich irgendwas gewinnen sollte, wird dieser Gewinn direkt in mein Giveaway fließen. Das heißt, das macht bei mir kurz Zwischenstation. Ich lose dann meinen 500er Giveaway-Gewinner aus und es geht direkt weiter. Das heißt, ihr könnt entweder die Bushbox gewinnen, die wird mir echt wehtun weiterzugeben, aber mache ich. Oder halt eine fancy Taschenlampe, was auch immer. Schaut beim Sepp ins Video rein. Wenn ich irgendwas davon bekomme, geht es auf jeden Fall weiter. Ich räume jetzt hier das Zeug weg und mache mich auf den Rückweg. Ciao.